Der neue Modus Wütender Riese ist jetzt live und in meinem Video möchte ich euch das beste Deck für den Wütenden Riesen-Modus zeigen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, ich zeige euch direkt das Deck. Um das Deck handelt es sich um dieses hier. Wir haben hier den Dunklen Prinz, Inferno-Turm, natürlich um den Riesen zu stoppen. Skelett-Armee ist auch sehr, sehr stark. Die ja, Hexe, auch sehr, sehr gut in Kombination mit Riesen natürlich. Zappies, um natürlich auch den Riesen ein bisschen langsamer zu machen, damit er nicht so schnell läuft. Und Zap und Pfeile. Zap und Pfeile sehr, sehr gut gegen Spam zum Beispiel oder auch gegen Inferno-Türme. Ich habe jetzt keinen Blitz reingenommen, weil ich denke, Zap wird reichen, weil er einen sehr, sehr extrem schnellen Attack-Speed hat. Und wir haben zum Beispiel sowas wie die Hexen Deck. Ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall zwei, drei Spiele. Ich würde ihm empfehlen, mindestens ein Spiel anzuschauen, damit er sieht, dass das Deck gut ist und wie es funktioniert. Außerdem, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt zu Events oder auch Herausforderungen, lasst ein Abo da. Es ist kostenlos. Es ist gut für euch, es ist gut für mich. Wir haben alle eine Win-Win-Situation. Deswegen lasst gerne ein Abo da. So, spielt jetzt einen Riesen, spielen unseren Riesen. Wir können gleich auch den Inferno-Turm spielen. Und dann schauen wir mal, was der Gegner macht. Er spielt hier den Archer, okay. Gut, er hat die Kanone, er hat hier einiges auch gegen uns, okay. Aber ist nicht so schlimm. Natürlich, er hat hier gerade 6 Elixier verschwendet. Aber wir haben auch unsere Zappies auf der Hand. Und das sieht gut aus. Das ist eine gute Ausgangssituation, weil ich relativ sicher mehr Elixier habe als er. So, Skami wird wahrscheinlich down gehen, oder? Okay, er hat anscheinend keinen kleinen Zauber. Wir setzen einfach unseren Riesen an der Brücke. Schon hat er die Kanone wieder auf der Hand. Nee, aber wir kriegen sehr guten Damage. Und es ist ein Turm. Ihr seht das. Hexe auf jeden Fall sehr, sehr stark hinter dem Riesen. Deswegen haben wir sie drin. Damit sie auch noch ein bisschen den Gegner nervt. Jetzt mal die Pfeile, brauchen wir eigentlich gar nicht. Jetzt können wir noch zappen. Gut, Goldener Ritter schummelt sich an den Turm. Aber es ist okay. Wir sind immer noch in einer guten Ausgangssituation. Plus, wir haben einen Elixiervorteil. Immer noch wahrscheinlich. Und es ist nur noch eine Minute zu spielen. Wir werden auf jeden Fall das Game gewinnen. Setzen hier die Skami. Falls er Zappt oder Holz spielt, haben wir immer noch die Zappies. Gut, wir setzen einfach den Riesen im Knick. Warum? Ja, es tankt für die Skelette. Plus wir haben hier noch die Pfeile. Und es sieht gut aus. Wir kriegen sehr, sehr viel Damage an seinem King Tower. Setzen jetzt einfach die Echse, gegen die er nicht viel hat. Inferno-Turm kommt und sein Archer bringt ihn nichts. Ja, ihr seht es, die Kanone bringt auch nichts. Kanone ist, glaube ich, gefühlt das schlechteste Gebäude gegen den Riesen. Und er verliert seinen Free Crown. GG, erstes Game. Sehr, sehr easy gewonnen. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein zweites Spiel. So, damit ihr noch ein bisschen besseres Gefühl bekommt für das Deck. Wir gehen hier direkt rein. Spielen gegen David Antrax aus dem Clan War Clan. Interessanter Name. Interessant. Wir setzen einfach mal Inferno-Turm. Und dann setzen wir die Skami ein an der Brücke. Warum? Weil, falls er einen Zap hat, muss er eines der beiden Sachen zappen. Und das ist natürlich hier die Stärke. So, er setzt hier einen Rage. Wir lassen es durchlaufen. Wieso lassen wir es durchlaufen? Er hat gerade so viel Elixier verschwendet. Und wir haben relativ viel Elixier. Das heißt, wir können gleich auch unseren Riesen an der Brücke spammen. Und dann haben wir noch einen Zap, falls er irgendein Gebäude hat. Oder auch Skami oder was auch immer. So, er hat hier die Valkyrie und die Elite-Barbaren.
Ist halt sehr verwunderlich für mich, weil er hat gerade so viel Elixier verschwendet. Okay. Gut, wir haben die Hexe. Immer noch sehr, sehr stark gegen E-Bobs. Sehr, sehr nice. Gute Defense. Mal schauen, was der Gegner noch macht. Ich setze hier in einen Baby-Drachen. Okay. Gut. Zappen das. Kriegen vielleicht ein bisschen Damage noch am Turm. Oder auch nicht. Muss nicht sein. Ist okay. Er spielt den Mighty Miner. Weiß jetzt nicht, warum er den Mighty Miner hat. Ist eigentlich eine gute Karte, by the way. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber der bringt hier nichts. Der Kollege bringt hier nichts. Ja, wir gehen rein. Wir gehen einfach an der Brücke rein. Warum? Er hat sehr relativ wenig Elixier. Jetzt kann er die Elite-Barbar wahrscheinlich spielen. Aber wir kriegen sehr viel Damage. Das ist mir deswegen relativ egal. Ihr seht das. E-Bobs sind einfach sind kein guter Konter gegen die Karte. E-Bobs haben relativ guten DPS. Aber der Riese, da er so schnell ist und so stark, macht trotzdem sehr viel Schaden. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, auch ihn an der Brücke zu spielen, wenn der Gegner weniger Elixier hat. Was ich halt gerade sehe, wir haben relativ wenig gegen seinen Babydrachen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist okay. Jetzt kommen die Zappies. Ihr seht das, easy Defense. Easy. Gar kein Problem. Wundert mich, dass die Gegner keine Small Spell spielen, aber wir haben wieder easy gewonnen, ohne Probleme. Und da haben wir schon mal die zwei Siege ohne Probleme gemacht. Ich zeige euch nochmal eine kurze Alternative, falls ihr dieses Deck nicht so feiert. Für alle, die das Video bis zum Ende schauen. Ihr seid Ehrenmenschen und ihr habt da auch einen Vorteil. So, dieses Deck ist es nicht. Zeigst du es ganz kurz. Ein sehr, sehr schnelles Cycle-Deck. Mit dem Mini-Packer, mit dem Eisgeist. Ich würde sagen, mit den Kobolden. Da können wir auch den Mighty Miner reintun. Ich würde sagen, Wutzauber und den Zap. Und dann brauche ich noch eine Karte gegen Luft. Da können wir zum Beispiel auch einfach. Okay, nehmen wir einfach den Phoenix mit. Einfach passt überall rein. Ihr seht, es ist 3.0. Ich könnte euch auch empfehlen, sowas zu spielen. Könnte auch sehr gut funktionieren, weil ihr halt einen relativ schnellen Cycle habt. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Wie gesagt, lasst ein Like da. Macht's gut, Leute. Bis bald. Ciao.